Bienvenue. Bienvenue à l'audition, Monsieur Redfield. Maintenant que vous êtes tous là, je vais vous demander de bien vous préparer. Vous n'avez droit à aucun document pour cette audition, alors mémorisez vos lignes avant que le producteur arrive. Il est assez explosif, alors faites très attention à vos paroles et votre comportement en sa présence. Monsieur Redfield, je ne peux assez insister sur l'importance de connaître vos lignes par cœur. Votre script est sur la chaise. Je serai avec vous dans un instant. Je dois rester discret. Je vais... Comment je vais faire pour me rappeler de ça? Il faut que je l'écrive. Non. Directeur du casting. À vos places, à vos places. Vite, vite. Helene! Kommen Sie. Tun Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro? Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und bessere konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen wir. Gott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh oui, mein Führer. Et mes enfants l'ont lu aussi. J'ai adoré, Monsieur Hitler. Super bouquin. Monsieur Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Je vous demande pardon, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Non, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? Non, non, mein Führer. Je suis originaire de l'Arizona. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitz. Helene! Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg!
Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm! Un terroriste dépourvu d'humanité, c'est tout ce que vous êtes! Merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Et vous, vous êtes une pute nazie. Espèce de monstre! Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vais vous violer et vous tuer. Vous avez détruit la vie de tant d'innocents! Mais la race allemande renaîtra de ses cendres! Merde. Et j'anéantirai votre race de chien. Die Worte waren richtig, ja. Aber Sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie. Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Un terroriste insensible. C'est tout ce que vous êtes. Et vous, une pute nazie. Oh, espèce de monstre. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous violerai. Jusqu'au trognon. Vous avez détruit la vie de tellement d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Et j'anéantirai aussi cette race de chiens. Wie besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, diesen dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, hab ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Messieurs, comme vous le savez, ce rôle est très physique. William Joseph Blazkowicz n'est pas un intellectuel. C'est un homme d'action. Cette scène a lieu avant celle que vous venez de jouer. Blazkowicz s'apprête à poser la bombe pour massacrer les enfants allemands de l'orphelinat. Mais avant toute chose, il doit éliminer le brave soldat qui garde l'entrée de l'école dans une séquence de combat particulièrement brutale. Monsieur Lewelling et Wing ? Llewelyn Ewing. Ja. Commencez donc. Chacun de vous improvisera une séquence de combat. Une fois le garde éliminé, vous terminerez la scène en lisant les répliques de la carte telles qu'elles sont écrites. En place, und action! Nein! Stopp! Halte! Oh, je saigne. Mince, on fait une pause. La réplique. Je dois voir un docteur. La réplique. Votre bravoure ne suffit pas face à un néandertal de mon envergure. Et puis, je ne sais me battre qu'à la déloyale. Je m'apprête à tuer des enfants innocents. L'avenir de l'Allemagne. Schreck! Wow! Pourquoi?
Monsieur Redfield, je vous en prie. Mettez-vous en place. Monsieur Redfield, mettez-vous sur le repère, voulez-vous? Und Action! Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. C'est ça que vous vouliez? C'est ça que vous espériez? Sale enfoiré de nazi. Parce que c'est ce qui vous attend. Wunderbar! Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Oh, wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Ist mehr als perfekt! Je vais vous aider à ranger vos affaires, monsieur. Hölle ist das?